in das Unterbewusste verlagern. In das Unterbewusste verlagern ist eine Übersetzung des psychoanalytischen Begriffs der Verdrängung. In der Verdrängung, unter Verdrängung wird ein Abwehrmechanismus bezeichnet, durch den tabuisierte oder bedrohliche Vorstellungen, Erinnerungen und Sachverhalte, Emotionen von der bewussten Wahrnehmung ausgeschlossen werden und ins Unterbewusste verlagert werden. Und das, was ins Unterbewusste verlagert wurde, ist weiter wirksam. Das heißt, man ist sich nicht mehr bewusst, dass man irgendetwas verdrängt hat, aber es ist im Unterbewusstsein da und kann das Verhalten steuern. Es gibt zum Beispiel auch die Projektion. Und Projektion ist ein anderer Begriff aus der tiefen Psychologie. Projektion ist insbesondere, Moment, in der Psychoanalyse wiederum, das Unterbewusste verlagern von Vorstellungen auf einen anderen Menschen. Zum Beispiel, angenommen, jemand hat ein Vaterschaftsproblem, er ist sich dessen nicht bewusst, er hat ein Vaterproblem, dann verlagert er das ins Unterbewusste und wenn jemand eine Autoritätsperson ist, dann wird er die Vaterkonflikte auf diesen Menschen mit Autorität verlagern oder projizieren. Es gibt das, die Projektion gibt es in der Psychoanalyse und auch in der analytischen Psychologie.